liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Kochköpfe aus dem Famila Genussforum im Einkaufsland Vechleu. Und an meiner Seite kocht heute ein junger Mann, der wirklich weiß, wie es geht. Philipp Schütte, 26 Jahre alt, gebürtig aus Sieffelstede und hauptberuflich Koch. Genau. Herzlich willkommen. Hallo. Was brutzelt denn hier schon Schönes bei uns? Also heute gibt es eine Süßkartoffel-Möhrensuppe. Mhm. Da haben wir die Süßkartoffeln schon angeschwitzt, in kleine Stücke geschnitten und lassen die jetzt leicht karamellisieren für den Geschmack. Philipp, du bist hauptberuflich Koch. Wo arbeitest du denn? Genau, und zwar arbeite ich in Sandkrug. Nicht in einem Restaurant, nicht, ne? Ja, nein. Ich sag mal, es ist eher ein kleines Bistro. Ganz angenehm, wir bieten Mittagstisch an, haben aber hauptsächlich, machen wir die Verpflegung von Kindergärten, Kitas, Horts. Also ich sag mal, von ganz klein, wir haben sogar eine Schule dabei. Okay, also du kochst für die anspruchsvollsten Esser. Ja, hoffen wir mal. Weil die nächste Generation ziehen wir ja heran sozusagen und probieren die natürlich gesund zu ernähren. Das Wasser für die Suppe kommt? Genau, einfach drauf. So viel? Ja. Mhm. Super, das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen. Das brauchen wir auch nicht auf volle Pulle lassen. Und decken das mit dem Deckel. Du hast ja Koch gelernt in Oldenburg. Genau. In einem Traditionslokal, könnte man eigentlich sagen, ne? Ja. Was es inzwischen allerdings leider nicht mehr gibt, nämlich? Nein, leider. Und zwar ist das Le Journal gewesen, mit einer deutsch-französischen Küche. Ist doch eher ein bisschen was anderes, wie ich jetzt mache. Ja, aus Altersgründen hat er leider aufgegeben. Aber war eine schöne Zeit. Es war französisch-deutsche Küche, ne? Schon. Ja, es war schon ein bisschen gehobener, war auch sehr anspruchsvoll, hat auch Spaß gemacht. Also die Ausbildung, muss ich sagen, war wirklich schön. Was würdest du denn sagen, wie ist so die Gastronomielandschaft in Oldenburg? Gefällt dir die? Fehlt was? Oh, ich muss sagen, wir haben hier viel abwechslungsreiche Sachen da. Man hat natürlich auch rund um Oldenburg gibt es natürlich noch den schönen Ort Bad Zwischenahn etc. Ja, ich da sag kann man mal, auch gut essen. Ne? Kurgebiet, ja, schöne Sachen. Vor allen Dingen auch diese ländliche Küche ist qualitativ super, immer frisch und geschmacklich auch was anderes. Und man hat noch so ein bisschen anderes Ambiente, weil es ist schon eher Land wie Stadt, sag ich mal. Mhm. So, das Wasser für die Zucchinis kocht, das heißt, wir können die Zucchinis ganz kurz da reinschmeißen. Also, wir kochen die halt nur kurz vor, genau. Ist das nicht blanchieren? Ja, genau, auch blanchieren. So, jetzt schneide ich die Paprika. Die Champignons sollen geviertelt werden? Nee, einfach halbieren. So, wir legen die Paprika einmal flach drauf und schneiden vorsichtig dran lang. Das machen wir, damit die Paprika nachher schön dünn wird. Mhm. Wir schwenken sie ja nur kurz in der Pfanne an und wir wollen ja keine harte Paprika haben, auf der wir rumbeißen. Die Zucchini hast du jetzt in kaltem Wasser abgeschreckt? Genau. Okay, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder richtig warm. So, jetzt feine Streifen. Genau, am besten schneiden wir, nee, andersrum. So, genau. Und probieren dann hier möglichst kleine Streifen zu machen. Am besten kann man beim Schneiden immer die Hand leicht hochhalten, damit man nicht in die Finger schneidet. Also wie so einen Bock sozusagen machen und den Daumen immer hinter die Finger. Damit man nicht reinschneidet. Genau. Weil sobald man so hat, kann man nicht in die Finger schneiden. Das ist nicht so ganz, glaube ich. Kommen jetzt die Kräuter rein? In die Suppe? Nee, die kommen in das Paniermehl hier rein. Ach so, dazu müssen die aber noch viel kleiner wahrscheinlich gehackt ja, werden. Ja, ne? Richtig schön klein. Obwohl, wenn das zu grob ist, ist es auch nicht so dramatisch. Es wird nachher, ich sag mal, dann sieht man, was drin ist. Ich kann das. Hier sind abgekühlte Kartoffeln, haben wir schon mal vorbereitet. Ja. Ist wichtig, dass die kalt sind, ne? Ist wichtig, dass sie kalt sind. Danach können sie schön gratinieren und kriegen eine schöne Farbe. Wir haben hier ein Backblech mit etwas Backpapier. Dann nehmen wir jetzt die Kartoffeln und schneiden da einfach Ecken von. Das heißt, wenn wir so eine halbe haben, die Größe ist vollkommen in Ordnung. Man soll ruhig noch erkennen, dass das eine Kartoffel ist und die muss nicht klein gemacht sein. Mhm. Wie ist es denn so als Koch privat zu Hause zu kochen? Macht das noch Spaß? Ja, es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, ich bin faul und bestell mir was oder ich hole was. Aber ich muss sagen, ich koche schon recht viel zu Hause. Ich sag mal, das Umfeld ist ganz wichtig. Wir haben viele Freunde und viel Familie, die vorbeikommen und da macht das auch Spaß. Ich sag, wenn man nur zu zweit ist, ist natürlich auch immer was Schönes, aber ist immer was Besonderes. Ich sag, das sollte es beim Kochen auch bleiben. Der Spaß ist immer im Vordergrund. So, jetzt nehmen wir Olivenöl für diese Kartoffeln. Da machen wir auch grob, also das muss nicht so fein sein. Einfach gut Öl drauf
So, dann haben wir das Öl drauf, wir haben ein bisschen Salz drauf. Man kann auch grobes Meersalz nehmen, für die Optik sieht das auch mal ganz gut aus. Und machen dann den Rosmarin drauf. Also ganz simpel, ne? Genau, ganz simpel, schlicht gemacht und vor allem, man kann es gut vorbereiten. Du darfst das in den Ofen stellen, wenn du möchtest. Auf Oberhitze. Ach, in den Ofen. So, wie sieht's mit unserer Suppe aus? Super. Die Suppe haben wir jetzt so gut wie runtergestellt. Die lassen wir jetzt ganz kurz noch ein bisschen köcheln, weil wir uns erst eben um die Hähnchenbrust und die Panade kümmern. Ah ja, das ist die Panade. Genau. Hier sind die Kräuter drin, jetzt kommt noch der Parmesan. Ich schnappe in der Zwischenzeit schon mal das Hähnchen, das Hähnchenbrustfilet. Das schneiden wir grob einfach in Streifen. Da machen wir auch nicht viel mit, soll ein schnelles Gericht sein. Einfach in Streifen runterschneiden. Wie sieht es eigentlich aus mit Backen bei dir? Ja, Backen ist immer so eine Sache. Und sich so an Rezepte halten, so Mengenangaben und so. Ja, gut, wenn es sein muss, kann ich auch backen, aber das überlasse ich dann lieber meiner besseren Hälfte, sage ich mal. Wir machen so eine Art Dressing fast, damit das schön am Hähnchen haften bleibt. Das muss richtig Geschmack abgeben, muss das. Also Senf, Tomatenmark und genau, jetzt können wir reinmachen ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Man kann immer besser ein bisschen weniger reinmachen und lieber nachschmecken. Ja. Weil rausnehmen ist schwierig. Eben. So, Pfeffer kann man ruhig mal ein bisschen großzügiger sein, ja, würde ich so mal sagen. Gut. Und jetzt machen wir ein bisschen Currypulver rein. Ja, das reicht schon. Curry. Jetzt vermengen wir das mit dem Schneebesen ein bisschen und geben dann langsam ein bisschen Öl rein. Wir können das ruhig, ich helfe mal kurz. So, jetzt machen wir ein Klecks Wasser dazu. Mineralwasser ist immer gut. Oh, das war ein bisschen zu viel, oder? Ja, mal kräftig rühren, kriegen wir noch rein. Dann mit dem Paniermehl ein bisschen, genau, ruhig mit Paniermehl bedecken und ein bisschen andrücken mit der Hand. Vorsichtig einfach ein bisschen andrücken. So? Genau. Dann nochmal eine Hand nehmen, ruhig nochmal so ein bisschen. Weil es soll ein bisschen was dranbleiben, es soll ein bisschen was dran haften. Genau. Und dann einfach auf den Teller legen. Super. Ich glaube, die Leidenschaft eines Kochs fehlt mir so ein bisschen. So, das sieht doch schon gut aus. So, die Suppe kümmere ich mich um die in der Zwischenzeit drum. Die wird jetzt einmal püriert. Merken halt beim Pürieren, es wird so eine Art Kartoffelpüree. Nicht ganz so dick, aber es wird auf jeden Fall schon dicker. So, jetzt kommt Muskatnuss in die Suppe. Genau. Da auch, Muskatnuss unterstützt immer den Eigengeschmack. Das heißt, Süßkartoffel kommt raus, aber wenn man zu viel Muskatnuss nimmt, schmeckt er halt auch stark raus. Das wollen wir nicht. Also da auch ruhig dezent erstmal. Nachwürzen können wir immer. Inklusive Fingernagel. Nein, bitte nicht. So, machen wir mal einen Kleck Sahne mit rein. Reicht das schon? Ja, das reicht. Wir warten erstmal. Das ist ja auch nicht sehr viel Suppe. Ein bisschen Salz. Das Salz in der Suppe darf nicht fehlen. Genau. Und ruhig eine Prise Zucker. Ich mache gerne überall ein bisschen Zucker ran, weil es so ein kleiner Kontrast ist. Muss man wissen. Also für die Leute, die es gerne... Das ist so ein Geheimnis, ne? Ein bisschen hat möchten, ja. Das weglassen. So, jetzt machen wir die Hähnchen rein. Wir machen ruhig mehrere Gänge beim Braten. Das ist kein Problem. Wir brauchen die Pfanne nicht randvoll. Es ist besser, wenn wir die Pfanne lieber zwei-, dreimal füllen. Okay. Und wir sehen jetzt an der Seite, dass es schon eine leichte Bräune bekommt. Das geht schnell, ne? Genau, und dann drehen wir das Ganze. Am besten immer in die andere Richtung, sonst spritzt das Fett. Wir wollen ja nicht, dass wir uns die Finger verbrennen. Genau. Es soll halt nur ein bisschen Farbe bekommen. Wir wollen ja nicht, dass es dunkel wird. So, ich probiere mal von der Suppe. Die ist nämlich fertig. Also durch die Süßkartoffel bekommt das Ganze so eine reichhaltige Süße. Kartoffelige und gleichzeitig so ein bisschen was, ja, Süßes. Lecker. Wir setzen die Pfanne jetzt wieder für das Gemüse auf. Das Hähnchen haben wir durchgebraten. Das schieben wir jetzt in den Ofen zu den Kartoffeln. Weil das ist jetzt ja nur von der Farbe angebraten. Wir müssen jetzt ja, dass das von innen auch gar wird. Ja, leg los. Super. Pilze sind fertig. Jetzt machen wir als nächstes die Paprika dazu. Mhm. Man sieht genau, welche ich geschnitten habe und welche du geschnitten hast. Genau, einfach dazu. Das ist ein Feuerwerk der Farben heute hier. Können wir jetzt auch mal dazugeben. Wow. Super, jetzt geben wir die Lauchzwiebeln dazu. Jetzt geben wir die Tomaten dazu und können dann auch schon mal zwei Teller holen.
Ja. Zwei Teller zum Anrichten. Das Gemüse, würde ich sagen, richten wir einfach. Machen wir einfach eine schmale Spur in der Mitte und legen das Hähnchen am besten so 3-4 Stücke einfach dran. So, hier sind die Kartoffeln. Super. Und auch einige einfach auf der Ecke. Wir machen dann so ein kleines Türmchen. So. Voilà. Super, danke schön. Guten Appetit. Vielen Dank, dass du mit uns dieses tolle Gericht gekocht hast, Philipp. Immer wieder gerne. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie einmal Lust haben, mit mir hier im Famila-Genussforum zu kochen, dann schicken Sie mir einfach Ihr Lieblingsrezept an kochköpfe@mbz.de. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.